Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Professor Kotzian, Herr Strauss, Herr Sand, Herr Professor Lahusen, Herr Hausfeld und Herr Korte. Ich freue mich, dass ich heute an diesem besonderen Tag wenigstens auf diesem Wege bei Ihnen sein darf, wenn die Guarneri-Geige an der Hochschule für Musik Nürnberg heute am 15. Juni präsentiert wird. Man kann und manchmal sollte man eine lange Geschichte kurz machen. Hier hat diese lange Geschichte ein Happy End und ich bin sehr froh, dass dieses glückliche Ende auch möglich wurde. Es sah nicht sofort so aus und die Geschichte um die Guarneri-Geige, es ist eine Geschichte mit ganz großen Schicksalsschlägen, mit dem Tiefpunkt der Zivilisationsgeschichte im 20. Jahrhundert und auch danach mit zahlreichen Misstönen. Misstöne insbesondere bei der Entschädigung für die Geige von Felix Hildesheimer. Ich bin froh, dass die Hoffmann-Hagemann-Stiftung eine signifikante Entschädigungssumme zahlt, auch wenn sie damit die Zukunft der Stiftung in gewisser Weise auch neu denken muss. Dass dieser Weg gegangen wurde und jetzt gegangen wird, gemeinsam mit den Erben, in einem Bild, wo man sagen kann, dass die Geige auch ein Instrument der Verständigung ist, tatsächlich etwas ganz Besonderes. Dieser Weg übrigens, er ist ja noch lange nicht zu Ende. Da geht es um Fragen der Aufarbeitung, da geht es ganz generell in Deutschland um Fragen der Restitution. Ich bin übrigens der Meinung, dass wir dringend ein Restitutionsgesetz brauchen, was all diese Fragen auf eine solide gesetzliche Grundlage stellt. Da spielen immer Entschädigungsfragen eine Rolle und am Ende geht es um die große ethische Verpflichtung, die uns aus der Geschichte erwächst. Ich danke an dieser Stelle allen Beteiligten, dass am Ende eine faire und gerechte Lösung gefunden wurde und dass vielleicht auch gerade die Stiftung die Möglichkeiten nutzt, mit dieser Geige und der Geschichte um diese Geige herum Wege zu finden, wie man Brücken baut in einer Zeit, wo Brückenbau so verdammt notwendig ist. Mein herzliches bayerisches Vergeltsgott an alle, die an dieser am Ende guten Lösung, an diesem Happy End mitgewirkt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das an? Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Konzert der Begegnung. David und Rachel Strauss sind auf dem Weg, die haben sich verfahren. Das ist jetzt nicht geplant gewesen, aber sie sind kurz vorm Eintreffen. Insofern möchte ich zunächst alle anderen Ehrengäste begrüßen, über deren Kommen ich mich mindestens genauso freue. Lieber Herr Professor Dr. Lahusen, liebe Frau Dr. Vietzen von der beratenden Kommission, liebe Frau Oskian, lieber Professor Dr. Nils Oberbeck, lieber Vorstand der Hofmann-Hagemann-Stiftung, Anna Körber, Dr. Franz-Peter Messmer. Wir sind hier heute zum Präsentieren der Guarneri-Geige, dazu später dann gleich noch mehr. Aber zunächst möchte ich Ihnen noch meine Gedanken mitteilen, warum ich dieses Konzert mit Charlie Haden, einem meiner großen Vorbilder aus der Jazzszene, begonnen habe, mit dem berühmten Stück Silence, das im Original vom Trompeter Chet Baker mitgespielt wurde. Charlie Haden ist wegen seiner verhältnismäßig einfachen Klangsprache und mit seinen simplen Strukturen auch so geliebt worden und besonders auch von mir. Haden war aber auch ein politischer Mensch. Er hat sich Zeit seines Lebens gerade eben als Musiker und auch seine Berühmtheit dazu verwendet, politisch und sozial aktiv zu sein. Und er hat das immer als eine Verpflichtung gesehen. Und ich habe mich dann gefragt, was müssen wir als Individuen, die auf der Bühne stehen oder die in einer Kulturinstitution tätig sind, die in einer Stiftung tätig sind, die in einer Musikhochschule tätig sind, was müssen wir als Verpflichtung begreifen? Und für mich ist die Verpflichtung ganz klar hier in diesem Thema eine moralische Verpflichtung, entsprechend auch der Washington-Erklärung, entsprechend der langen Gespräche, die jetzt unser Staatsminister Blume gerade noch angesprochen hat, die stattgefunden haben, damit wir auch diese Lösung finden konnten.
Und ich habe nach einem Sinnbild gesucht. Und da passt tatsächlich das Sinnbild des Musizierens für mich perfekt. Was muss man machen, um in einer Gruppe musizieren zu können? Man muss zuhören, man muss improvisieren, man muss sich synchronisieren, man muss einfühlsam sein und man muss am Ende gemeinsam den Mut fassen, etwas auf die Bühne zu bringen, in ganz egal welcher Ausgestaltung, in welcher Perfektion, Virtuosität, die für mich tatsächlich dann zweitrangig sind, sondern es geht darum, wir teilen etwas, wir teilen unseren Mut, wir teilen auch das Wagnis des Scheiterns, wir teilen etwas mit, das man vielleicht auch gar nicht in Worte fassen kann, das aber eben nur in Gemeinschaft funktioniert. Und diese Gemeinschaft einer Musikhochschule, einer gemeinnützigen Stiftung, verdeutlicht dieses Stück Silence für mich. Und aus diesem Grund, jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr schauen, Sydney und Rachel haben gesagt, sie brauchen 15 Minuten, die sind jetzt gerade rum und die Tür geht auf, aber das ist, glaube ich, noch nicht die Person, die ich gesucht hätte. Kann ich vielleicht als erstes jetzt noch einen kurzen Ablauf für den heutigen Abend Ihnen vorstellen? Sie hören mich jetzt dann nicht zum letzten Mal. Ich werde dann auch zum zweiten Teil noch etwas sagen. Aber nachdem ich dann nun Professor Dr. Lahusen noch um ein paar Grußworte bitte und auch Sidney Strauss dann selber noch auf die Bühne kommt, geht es dann zunächst um unser Violinkonzert von Franz Hoffmann, der ja auch im Namen der Stiftung enthalten ist. Franz Hoffmann, ein junger Komponist, der im Krieg gestorben ist, mit 24 Jahren, das Violinkonzert, das wir heute hören, für seine Frau Sophie Hagemann geschrieben hat, die die Guarneri-Geige ja seinerzeit, ihrer Zeit erworben hatte, ohne zu wissen, dass mit der Geige auch eine tragische Geschichte verbunden ist. Wir haben aber heute die Ehre, unseren ehemaligen Studenten, unseren Alumnus Manuel Kastl als Solisten begrüßen zu dürfen, der in der Klasse Professor Gede studiert hatte und nun Konzertmeister bei dem Nürnberger Staatstheater ist. Er spielt unter Leitung von unserem Dirigierprofessor, Professor Guido Rumstadt und unseren Studierenden das Kammerkonzert für Sologeige. Danach gibt es eine kleine Umbaupause, weil wir in der zweiten Hälfte auch nochmal ein, finde ich, ganz wichtiges Musikstück aufführen, und zwar von Chaya Arbel, die eine in Nürnberg geborene jüdische Komponistin war. Und mit ihr ist auch eine, so wie es so oft in Musikerlebensverläufen passiert, eine sehr ungewöhnliche Geschichte geschehen. Sie hatte nämlich zunächst mit Musizieren und mit auch einem Studium bei uns am Konservatorium, damals Vorgängerinstitution der Hochschule für Musik Nürnberg, begonnen, hat da noch nicht komponiert, sondern ist dann mit 20 Jahren etwa oder etwas mehr nach Israel ausgewandert und hat dort dann zunächst einen Kibbutz mit aufgebaut, ist also ganz weg von der Musik gegangen, in der Landwirtschaft tätig gewesen und hat dann mit 40 ein Studium begonnen, nämlich Komposition in Israel, und wurde dann zu einer gefeierten Komponistin, die auch in Deutschland viele Preise gewonnen hat. Der bekannteste Preis, den sie gewonnen hat, war zu ihrem Werk Tagebuch der Anne Frank, wo sie die Musik dazu geschrieben hatte. Heute mit einem Stück für Soloklavier, das es auch in einer Orchesterfassung gibt, Lament, das von unserer Studentin Yu Yu Shi präsentiert wird. Und danach haben wir noch von zwei jüdischen Komponisten aus der Jazz-Szene bzw. Musical-Szene, George Gershwin ist jedem ein Begriff, und Victor Young Standards, dann noch einen dritten Standard. Da werde ich dann aber tatsächlich später noch was dazu sagen. Schön langsam merke ich, dass mir dann auch die Worte ausgehen, und ich schaue noch einmal auf die Uhr. Jetzt sind wir bei 18.48 Uhr, 15 to 20 Minutes, also 2 Minuten haben die beiden noch. So, dass ich, wie immer, wenn so eine Situation entsteht, ich Ihnen nun sagen kann, haben Sie irgendwelche Fragen? Und dear Sydney, dear Rachel, welcome in our orchestra hall of the University of Music in Nürnberg. I'm delighted to welcome you and have a big applause for Rachel and for Sydney. There is one
message I wanted to give you as my last, and I wanted that Sydney and Rachel were able to hear it, because you anyway know what we were talking yesterday. We had a very nice dinner and a very nice meeting yesterday, which we really enjoyed. And in this dinner, we together decided that we will rename our foundation. We will, of course, keep the tradition of Franz Hofmann and Sophie Hagemann, but we will also feel, we feel ourselves responsible for the history of the violin. And this is the reason why we will add the name of Felix Hindesheimer, the grandfather of Sidney Strauss, into our foundation name. Of course, we have to ask our authorities to give the permission, aber ab heute wird die Sophie Hagemann, die Franz Hofmann und Sophie Hagemann Stiftung in die Hofmann Hagemann Hildesheimer Stiftung umbenannt. Und ich freue mich sehr, dass wir die Ehre haben und die Zustimmung von Sydney, dass wir das tun dürfen, und möchte euch nochmal ganz herzlich danken dafür, dass ihr auch gekommen seid, extra aus North Carolina, mit einem Tag Verspätung, weil in den USA dann auch Flüge gestrichen wurden, warum auch immer. Insofern kamen sie gestern quasi vor dem Abendessen, hungrig und müde, und haben sich heute hoffentlich erholt in einem schönen Tag. Wir werden auch morgen noch gemeinsam viel Zeit miteinander verbringen. Nun bitte ich aber, bevor Sydney und Rachel auf die Bühne kommen, bitte ich Sie, lieber Herr Professor Dr. Lahusen, auf die Bühne, um ein paar Grußworte von Seiten der beratenden Kommission an uns alle zu richten. Herzlichen Dank und viel Vergnügen. Vielen Dank, lieber Rainer Kotzian. Meine sehr verehrten Damen und Herren, I'm going to continue in English so that everybody is able to follow the few words that I have to say. As a representative of the Advisory Commission, it is a great pleasure but also honor to convey to you the warmest greetings of our chairman, Professor Hans-Jürgen Paap here, who very much regrets he cannot be here tonight. The greeting goes in particular to Sydney and Rachel Strauss, who have taken the long journey here from the United States and also have managed to come here through the twisted roads of Nuremberg, as I just learned, to publicly authenticate the gesture of reconciliation that is to be the focus today. Now, reconciliation is a reciprocal process. One hand needs to reach out and the other hand has to take it. So, Sydney and Rachel, we actually do need your hand, and I'm very happy to have you here tonight. The story of this remarkable violin has shown again that facing our historical heritage can still be a very painful process. So it is all the more gratifying that at the end of this somber debate, we get all together now to share the joy of the future, and not the least the future of this wonderful instrument. I'm very much looking forward to hearing the performance we're going to witness in a minute. I would like to particularly thank, as I said, Sydney and Rachel Strauss on behalf of the heirs, but also Professor Rainer Kotzian on behalf of the foundation, who just changed its name, because I think Rainer Kotzian took an extraordinary amount of responsibility in a very difficult situation, and I think it is fair to say he lived up to it. Thank you very much. Thank you very much, Benjamin. And now, Sydney and Rachel, will you come to the stage to also say a few words to the audience? Thank you. First, let me say it was one problem after another getting here. We sincerely apologize for the problems we had and the confusion we created. I'm very sorry for that. Professor Kotzian, members of the foundation board, and the other, and for the gentleman who just spoke,
Rachel and I and my cousin David, who was unable to join us this evening, we thank you sincerely for your invitation to join you for this very special concert introducing the restored Guarneri violin and for your gracious hospitality this week. The restoration of this Guarneri violin and its renewed use and the new foundation name beautifully honor the memory of my maternal grandfather, Felix Hildesheimer of Speyer am Rhein. Felix owned a music store, actually started by his father in the late 1800s, a music store that sold stringed instruments and pianos, and he purchased the Guarneri for his personal use. Sadly, both the store and the Guarneri were lost in the late 1930s, shortly before Felix's passing. My mother emigrated to the U.S. in 1938 and spoke often about the music store and the family home that was on the second floor above the store. Professor Kassian, and to the board, the efforts to establish the violin's provenance and the comprehensive restoration and what we discussed about the foundation tonight has really brought the violin back to life to provide your students with the opportunity for wonderful learning experiences and to provide concert goers, such as all of you in the audience, to provide concert goers with the rich sounds of a beautiful violin we're so looking forward to hearing tonight. So thank you again for honoring Felix Hildesheimer by all of the efforts that have gone on over the past years. Danke. Sydney, you said now brought the violin to life again. Ich möchte noch einen anderen Gast hier begrüßen in unseren Reihen, der diese Geige tatsächlich in den letzten Jahren nun zum Leben erweckt hat. Daniel Kocke vom Atelier Kocke und Gatteau in Berlin hat mit seinem Kollegen, Herrn Gatteau, die Geige in einem sehr, sehr aufwendigen Prozess restauriert, sodass sie heute so klingen kann, wie sie jetzt dann gleich für Sie klingen wird. Ich freue mich sehr auf die erste Aufführung mit der Guarneri-Geige seit ihrer Restaurierung, mit dem Violinkonzert von Franz Hoffmann, das er für seine Frau Sophie Hagemann geschrieben hat. Solist ist Ehrenwerter Manuel Kastel. Das Orchester wird von Professor Guido Rumstadt geleitet. Ich wünsche Ihnen nun einen wundervollen Hörgenuss und freue mich selbst wahrscheinlich gerade am meisten. Vielen Dank.
Thank you.
Thank you.
eine kleine Umbaupause von circa 10 Minuten, bevor es mit dem zweiten Teil weitergeht. 15 Minuten Umbaupause. Wissen wir ja schon von vorhin. Improvisieren gehört dazu.
Die ganze Zeit gewundert, warum hier ein Gaffertape liegt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Galgen immer runterfällt. Sie haben gehört, die israelische Komponistin Chaya Abel, gespielt von unserer Studentin Yu-Yu Shi, die in der Meisterklasse von Professor Wolfgang Manz studiert. Ich rechne jetzt gerade nach, wie alt Chaya Abel war, als sie dieses Stück komponiert hat. Sie hat es 1984 komponiert, 1921 in Nürnberg geboren. Wer hilft mir? Also ungefähr 63 Jahre alt. Ich bin jetzt 45, habe also noch ein bisschen Zeit, irgendwann vielleicht auch so beeindruckende Momente zu schaffen. Wobei die Hoffnung von Jahr zu Jahr sinkt.
Ich möchte aber jetzt überleiten zu einem ganz anderen Programmpunkt. Sie sehen, wir haben heute ein sehr vielseitiges Programm begonnen mit einem ganz jungen Komponisten, 24 Jahre alt, dann nun Jaya Abel, 63 Jahre alt, als sie das Stück komponiert hat. Und nun kommen wir zu drei Jazzkomponisten, von denen der erste also ein Hitgarant war, der mit zahlreichen Musicals bekannt geworden ist, wahrscheinlich mit der Rhapsody in Blue am bekanntesten, George Gershwin, der geboren in Brooklyn ist, von jüdischen Immigranten und 1891 waren seine Eltern in den USA eingewandert und er hat den Song But Not For Me komponiert. Victor Young, geboren 1900 in Chicago als Sohn einer jüdischen Einwandererfamilie aus Polen und hat zunächst eigentlich Geige gelernt und dann wurde er mit 10 Jahren auch nochmal nach Polen geschickt, um dort bei seinem Großvater zu leben und am Warschauer Konservatorium zu studieren. Das dann nach seiner Karriere als Konzertgeiger, also auch hier ist ein guter Bezug heute zu unserem Konzert, mit den Warschauer Philharmonikern kam er dann nach Amerika zurück, arbeitete zunächst als Dirigent und hat dann immer wieder mit seinem Orchester auch zahlreiche Aufnahmen gemacht, zum Beispiel ganz berühmte Aufnahmen, Somewhere Over the Rainbow war er beteiligt. Aber auch hier haben wir nun einen Standard im Repertoire von unserer Jazz-Combo unter der Leitung von Markus Harm, Weaver of Dreams. Und ich darf nun unsere Jazz-Combo auf die Bühne bitten und versuche in geordneter Reihenfolge Ihnen unsere Künstlerinnen und Künstler anzukündigen. Wir haben jetzt, ja, weiß ich ja nicht, Fabian Schreiner on the Drums, oder? Ja. Dann Janis Krüger am Bass und Michael Reis am Sopransax, Valentina Öfele am Altsax und Tenorsax und Anastasia Sanina am Klavier und unsere bezaubernden beiden Jazzsängerinnen, zunächst mal Ottilie Niebauer und danach Katharina Zifka. Herzlich willkommen auf der Bühne und viel Vergnügen. Thank you.
lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hey ho, at last, and also lack a day. And though I can dismiss the memory of a kiss, I guess he's not for me. Als nächstes wird Katharina Zivka für Sie ein Lied performen. Viel Spaß!
call a weaver of dreams. You and you come here smile just to hear you speak and leave me weak as baby in arms. Oh, little baby in arms, helpless for your charms. You're a weaver of dreams. Just like magic it seems, thrilling and chancing me too. I'm in your spelling, there's no cure or loss for sure, cause you're a weaver of dreams. You're a weaver of dreams. Yeah, you're a weaver of dreams, and I'm in love with you. Zu mir auf der Bühne. The moon is new, and so is love. This anger heart of mine is singing. Lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. This anger heart of mine is singing. Lover, come back to me. I remember every little thing we used to do. I'm so lonely. Every road I walked alone with you. No wonder I'm so lonely. The night is cold, the moon is new, but love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing. Lover, come back to me. Remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walked alone with you. No wonder I'm so lonely. The sky is blue, the night is cold, the moon is new, but love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing. Lover, come back to me. Lover, come back to me. Lover, come back to me. Katharina Zifka, Ottilie Niebauer, Valentina Öfele, Michael Reis, Luca Drechsel, Anastasia Salina, Janis Krüger und Fabian Schreiner. Und unser Bandleader, der Markus Hahn. Wo sitzt der? Da oben.
Der letzte Titel war Name des Programms, Lover Come Back to Me, People Come Back to Us. Wir haben heuer noch einiges vor, wir sind gerade erst im Juni, Mitte Juni, wir haben noch bis Ende Juli einige Veranstaltungen. Würde mich freuen, wenn wir Sie noch bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen können. Nun kann ich tatsächlich sagen, und haben Sie noch irgendwelche Fragen? Wenn Sie Fragen haben, dann gehen Sie bitte nach draußen. Wir haben einen Sektempfang für Sie vorbereitet. Wir werden dort sein. Und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie bitte gerne und stellen Sie die dann bei einem Gläschen Sekt. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß, wie wir das hatten. Und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Noch einen schönen Abend und bis hoffentlich bald. Auf Wiedersehen. Danke.